Hallo Wander- und Outdoor-Freunde und herzlich willkommen zu so einem kleinen Outdoor-Wissen-Mini. Ja, ich bin gerade auf einer Wanderung hier durch einen schönen Eichenwald am Gehen. Hinter mir seht ihr so ein schönes Exemplar. Und da ist mir ein Video von Saki eingefallen und was der da gezeigt hat, will ich euch jetzt auch nochmal zeigen. Ja, und zwar hat der Saki einen kleinen Trick verraten. Und zwar, wie man eine Notpfeife bauen kann mit diesem Eichelhütchen. Und das möchte ich euch jetzt einfach mal zeigen. Und zwar hängen die Eicheln mit einem sogenannten Eichelbecher am Baum. Und den brauchen wir für unsere Pfeife. Den können wir uns hier einfach abmachen. Dann nehmen wir den Becher, platzieren ihn zwischen den zwei Fingern und formen eine Faust, dass die Eichel hier fest drin liegt und hier so ein kleiner Spalt bleibt. Ja, die Faust schön schließen, dann wirklich ein kleiner Spalt nur noch entsteht. Ein bisschen die Hand zusammendrücken und dann von oben auf die Pfeife pusten. Und so erzeugt ihr einen richtig lauten Ton. Ich glaube, die Kamera geht da ganz ein bisschen runter. Da gehört ein klein bisschen Übung dazu. Ich habe auch ein paar Mal probiert, bis es funktioniert hat. Und probiert es doch einfach mal aus. Schreibt sie unten in die Kommentare. Und wenn ihr mehr so kleine Experimente, so kleine Outdoor-Wissenstipps sehen wollt, dann einfach mal in die Kommentare schreiben und mal sehen, was sich da so ergibt. Und ich sage, schön, dass ihr wieder dabei wart. Bis zum nächsten Mal bei Adventure Trails. Tschüss!